Ich möchte dich zu einer Reise einladen. Hierzu erzähle ich dir eine Geschichte. Diese Geschichte handelt von dir. Deine Berufung ist, Paaren zu helfen. Du tust es auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und es gelingt dir, den Paaren zu einer besseren Beziehung zu verhelfen. Deine Praxis läuft. Du verdienst genügend Geld. Aber deine eigene Beziehung läuft mehr schlecht als recht. Doch irgendwie hast du dich in deinem Leben arrangiert. Du bist vielleicht sogar recht glücklich. Es gibt Paare, die dich besonders rütteln und schütteln und etwas Negatives in dir zum Klingen bringen. Diese Paare überfordern dich. Du fühlst dich verletzt und kritisiert und deine Grenzen werden überschritten. Es wird dir klar, dass du dich oft ähnlich fühlst wie diese Menschen in diesen schrecklichen Beziehungen. Du kennst die Gefühle aus deiner eigenen Beziehung, aber lösen konntest du dein Problem bisher nicht. Es ist dir unangenehm, dass diese schwierigen Paare dich an dein eigenes Unvermögen erinnern. Am liebsten möchtest du nichts mehr damit zu tun haben. Es regt dich auf, was diese Menschen in dir auslösen. Du spürst die Herausforderung. Du spürst, dass du die Probleme am eigenen Leib in deiner eigenen Beziehung erfahren hast. Deine Erfahrung mit der Beziehungshölle könnte diesen Paaren helfen. Du kennst diese Hölle aus früheren Beziehungen oder aus deiner Kindheit. Du ahnst, wenn du die Hölle dieser Paare betrittst, dann müsstest du auch deine eigene Hölle anschauen. Du fragst dich, will ich das? Bin ich dazu überhaupt in der Lage? Bin ich die Richtige für diese Paare? Du hast dir ein wunderbares eigenes Leben aufgebaut. Und jetzt nochmal zurück. Du weißt nicht, wie du die Folgen der Hölle für deine eigene Beziehungsfähigkeit überwinden könntest. Das hast du noch nicht in den Griff bekommen. Also behandelst du das Paar nach den bewährten Methoden und irgendwie ahnst du, dass du ihnen und dir etwas vorenthältst. Du kennst diese schmerzliche Sehnsucht. Du hast dir ein gutes Leben aufgebaut. Du bist eine gute Paartherapeutin, aber den Himmel, den kennst du nicht. Und wenn ich dir etwas geben würde, womit du unbeschadet den Schlüssel zur Heilung bergen könntest, für dich und für das leidende Paar, du müsstest nicht leiden und du wärest endlich in der Lage, diesen besonderen Paaren zu helfen. Du ahnst längst, dass du und genau du die Richtige bist, um diesen Weg zu beschreiten. Du kennst dich in der Hölle aus, deswegen verstehst du diese Paare. Und deswegen fühlen sich diese verletzten Paare von dir verstanden und gesehen. Ich bleibe an deiner Seite und sorge dafür, dass dir kein Leid geschieht. Und wenn du bereit bist, dann führe ich dich in eine neue Welt. Ich zeige dir den Beziehungshimmel. Ich zeige dir, was echte und authentische Partnerschaft ausmacht. Ich bringe dir bei, was Integrität bedeutet. Damit hältst du den Schlüssel in der Hand und bist in der Lage, traumatisierten und grenzverletzten Paaren endlich zu helfen. Deine Katharina Klees.